Ich bin der Simon und das ist die 36. Folge der United States of Redstone. Ja, herzlich willkommen. Und ihr seht schon, ich stehe hier auf dem Command Block und das, was ich gerade gesagt habe, das habe ich nicht gesagt. Also, das war eine Aufnahme. Die haben wir abgespielt. Ja, das geht in Minecraft und zwar mit sogenannten Texture Packs. Die kennt ihr wahrscheinlich alle und da kann man auch Musik hinzufügen. Wir können den gleich nochmal Schalter. Servus, ich bin der Simon und das ist die 36. Folge der United States of Redstone. Ja, herzlich willkommen. Genau. Und ihr habt es wahrscheinlich sicherlich einen Unterschied gemerkt. Das liegt an verschiedenen Dingen, die leider mit unserem Aufnahmeprogramm zu tun haben. Ja, es gibt danach einen Cut, vielleicht kann ich es daran richten. Aber zuerst will ich natürlich euch persönlich auch nochmal herzlich willkommen wünschen. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wofür können wir das jetzt gebrauchen? Naja, fliegen wir mal ganz kurz darüber und zwar zu unserer Aufgabenwand. Ja, die haben wir das letzte Mal gemacht. Übrigens hier, wie versprochen, die Lampen sind wieder richtig. Das habe ich alles schon geändert. Und was fehlt noch? Filme. Und genau dafür brauchen wir das, damit wir Filme machen können. Ja. Wir wollen hier echte Filme machen und nicht nur so irgendwo, wo Zombies und Villager gedroppt werden und dann bekämpfen die sich. Nein, 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 wir machen hier Megafilme. Aber zuvor etwas anderes. Ich habe nämlich was gemacht. Und das hat hiermit zu tun. Ihr seht schon, aha, hier ist. Diese Häuser, die kennen wir doch. Aber nicht hier im Hafen. Ist da etwa die Bahn zum Hafen fertig? Ja, und ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt die Timelapse dazu an.
zurück aus der Timelapse. Hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr habt gesehen, das war schon mal eine Menge Arbeit, diese eine Strecke hier zu machen. Und da machen wir jetzt noch schnell so und so und hier. Genau. Mann, jetzt müssen wir das hin kaputt machen. Na gut. So. Netherite kommt gerade hier drauf. Und das Ganze sollte funktionieren. Das probieren wir jetzt natürlich gleich einmal. Diese wunderschöne Station. Wir müssen ja auch noch beschriften. Das trifft sich also gut. Und zwar einfach die Großschreibtaste aktiviert. Station Hafen haben wir hier. Genau, dann ist das nämlich auch endlich erledigt. Wir sollten das Ganze noch, wie alles andere, nicht so rot und natürlich auch leuchtend. Dann sieht man das Ganze besser. Genau, das andere hier rauf mit Steuerung und Mitte-Klick könnt ihr das ganz einfach rausnehmen. Und jetzt probieren wir, ob das Ganze auch funktioniert. Und nein. Das funktioniert nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, warum funktioniert das nicht? Weil der Command Block. Kann das sein, dass der Command Block nicht funktioniert? Mann. Wir probieren es mal so und wir schalten jetzt mal die Musik hier aus, denn das brauchen wir ja nicht mehr. Wir probieren es. Hier passiert gar nichts. Das ist komisch. Wird er einfach nicht aktiviert, oder? Einen Knopf. Egal welcher. Ah ja. Ein Knopf ist keine gute Idee, zumindest nicht hier. Dann eben hier. Warum macht er nichts? Warte mal, wir haben einen Score von 966. Macht er jetzt etwas? Nö. Warum will der nichts machen? Der scheint hier ein kleines Problem zu haben, aber ich verstehe nicht, woran das liegt. Execute, also führe den Befehl aus, wenn der Score vom nächsten Spieler mit Bahn, wenn der das hier hat, dann soll er einen Block setzen. Wir machen das jetzt anders und zwar probieren wir, nehmen hier mal das raus. Ich will das hier rausnehmen und nicht da. Und sagen, say hi. Aber, aha, jetzt macht er was. Jetzt macht er was. Hat es was mit dem Z-Block zu tun? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ah, ich weiß, woran das liegt. Und zwar, der kann das ja gar nicht machen. Glaube ich.
Es liegt nämlich an dem dort unten. Denn der wurde anscheinend nicht entfernt. Ist das denn möglich? Ach ja, das ist schön. Genau, wir sehen hier, die ganze Technik funktioniert noch. Aber jetzt müsste es zumindest funktionieren. Dürfte ich bitte wieder rauf? Danke. Jetzt müsste es funktionieren. Und dann können wir uns, wie gesagt, zum Thema. Ja, wir brauchen ja einen Wassereimer. Da haben wir ja mit dem Knopf uns das hier kaputt gemacht. So, und jetzt sehen wir, wir kommen nach unten. Schaffen wir es auch rechtzeitig? Ja, natürlich. Der Weg ist nicht so lang, falls es euch aufgefallen ist wie der andere, weil wir hier ja nicht so hoch oben sind. Also das funktioniert, das freut mich sehr. Wir haben auch die Bank fertig designt. Und was wir noch gemacht haben, das ist, wir haben den Enderstab rausgehauen, dann nehmen wir einfach eine Fackel, mir auch egal. Hauptsache, ihr könnt besser sehen, beziehungsweise ich kann auch besser sehen. Naja, wir haben hier übrigens die Commands überall ein bisschen verbessert, aber das hat euch nicht wirklich zu interessieren. Ich nehme mir jetzt mal daraus, nee, nicht daraus, sondern daraus einen Red Dollar. Und dann können wir nämlich hier, dann können wir den hier einwerfen. Ich bin einfach zu blöd dafür. So, und jetzt können wir hier rein. Schön auch mit der Animation. Dann könnten wir jetzt das Burgtor öffnen und auch die Zugbrücke rausfahren lassen. So wie wir das. Mal schauen, ob das überhaupt noch funktioniert. Natürlich funktioniert das. Das haben wir sehr gut gebaut. Einfach dieses Tor. Das erste Projekt von uns. Cool. Naja, wir wollen uns aber heute nicht die Burg anschauen. Die kennen wir schon. Wenn nicht, dann schaut euch unbedingt die Videos dazu an. Die sind echt cool. Und auch die ersten Videos aus dieser Welt. Ja, dann geht's eben noch zu der Banknotendruckerei oder wie auch immer. Und da sehen wir jetzt da schön. Ja, hier die Flecken. Wartet mal. Ich habe hier einen. Naja. Ich wollte was ausprobieren. Wir schalten hier den Shader aus. Wobei Shader kann man das ja nicht nennen. Es macht genau ein bisschen Schatten. Und dann sind auch nicht diese Flecken da. Minecraft, bitte lade jetzt. Danke. Jetzt seht ihr, hier ist alles schön ausgeleuchtet, ohne solche Flecken. Und hier haben wir einfach eine Absperrung. Natürlich kann man drüber laufen, aber es gibt ja auch den Spielmodus, wo man fliegen kann. Da meine ich, da kann ich hochbauen, wie ich will. Da kann man immer rüberlaufen. Hier auch ein schönes Bild von uns dreien, das genau hier drüben auch wieder ist. Hier mit dem Teppich. Ansonsten, was jetzt natürlich auch fertig ist. Was ich eigentlich gesagt habe, ich zeig's euch. Ja, nein, nicht der, ach, der Modus. Genau hier, das sollten wir das letzte Mal ja bauen. Hier, das funktioniert jetzt alles. Belädt einfach das Minecart. Und ja. Was da hier ist, auch noch die Funktion, dass eben das Ganze so oft wiederholt wird, bis da drüben das ME-Lager, das habe ich auch weitergebaut, sagt Stopp. Beim ME-Lager habe ich das letzte Mal gesagt, wir brauchen mindestens vier solche Segmente. Ich habe jetzt einmal drei angeschlossen, denn erstens gehen drei schon sehr tief in den Boden. Natürlich hätten wir da zum Glück ja noch genügend Platz nach unten, aber ich hätte jetzt gesagt, drei reichen für den Anfang. Und wenn wir dann wirklich mal so viele Items haben, haben wir momentan erst vier Items, wovon wir eins noch gar nicht produzieren. Also es macht jetzt nicht viel Sinn, da groß etwas zu machen. Ja, ansonsten glaube ich,
haben wir eben die Aufgaben abgearbeitet. Das war es dann ja auch so ziemlich. Ich habe hier mal abgesperrt und hier drüben auch. Erstens fand ich es cool, dass man hier dann mit den Glasscheiben, weiß nicht, ob ihr das schon wusstet oder auch nicht. Naja, ich habe es vorher nicht gewusst und habe es nur gehört, dass man mit den Glasscheiben ja da einfach nur so ein kleines Ding reinmachen kann und dann sieht man das nicht. Und in diesem Bereich wollen wir eben generell weiterbauen. Da hinten soll das mal so bleiben, wie es hier ist. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Filmen. Und die Filme, naja, ich erkläre euch mal ganz kurz, wie ich mir das gedacht habe. Und wir werden heute wahrscheinlich noch keinen Film machen, aber ich erkläre euch mal, was wir denn so machen werden. Wie viel? Einen Red Dollar, den haben wir zum Glück im Inventar. Genau. Hier, das müssen wir auch noch ändern, aber das ist nicht die Aufgabe von heute. Habe ich das? Nö, zumindest. Ja, okay. Das Licht geht an. Hier. Das Tor geht nicht zu. Ja, mir doch egal. Wir müssen ja generell noch einiges machen. Auf jeden Fall werden wir dann hier, ich glaube, wir setzen dann den Zuschauer hier rein. Und der wird dann nicht hier rein teleportiert, denn das ist ja sehr wenig Platz. Mal schauen, vielleicht machen wir es so, dass eines dieser Kinos sozusagen nur 2D ist und da wird dann hier eine Animation vorgespielt und das. Dann sitzt man hier. Aber im Grunde möchte ich es eigentlich so haben, dass man darunter, also genau, hier einen Raum hat, in dem man, naja, zumindest die Hälfte eines Filmes einmal sicher machen kann. Und auch, wie ihr das wahrscheinlich gesehen habt in der Timelapse, hier sehr viel Raum habt. Da kann man auf jeden Fall, da könnte man wahrscheinlich sogar beide Filme drin machen. Das ist jetzt sehr viel Command-Block-Arbeit. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, Simon, du bist lustig. Das ganze letzte Projekt war eigentlich nur Command-Block-Arbeit. Ja, da habt ihr recht. Aber cool, ich bin ein Geist. Aber ihr müsst dazu denken, beim letzten Projekt, da war es nicht so Command-lastig. Ja, wir haben mit Command viel Sachen gemacht. Aber wir haben auch erstens Redstone-Technik und zweitens auch, ja, noch so das andere einfach dazu gemacht. Was mich interessieren würde, bevor wir das Video jetzt nämlich beenden, und zwar, ob ihr es gerne hättet, wenn wir die Geräusche anlassen würden, dann, ja, dann würden wir die anlassen und jetzt geht es ja auch wieder so, dass ihr die richtig hört und nicht nur über so irgendwie schlecht über das Mikrofon. Und naja, schreibt das also gerne in die Kommentare. Wir werden ja Geräusche sowieso brauchen, wenn wir dann diesen Film hier machen. Schreibt auch gerne Ideen rein, falls ihr schon eine Idee zu einem Film habt. Wäre sehr spannend. Und dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn noch nicht geschehen, abonniere unbedingt unseren Kanal. Das war's von mir und ciao.